Herzlich willkommen bei einem neuen Part. Part 20. Und in dem Part machen wir diese. Die Garmanten angreifen. Und ja, wir schauen nach, was wir hier machen können. In, wie heißt denn die Region? Kiss Alpina. Der Ruhm der Epona. Naja, ruhmreich ist es jetzt nicht gerade, wenn ihr hier verhungert. na gut, dann versucht einen Ruhm zu bekommen. Hier ist unsere Flotte. Und wir haben hier noch Truppen irgendwo. Genau, in Iberien haben wir ein paar. Zu euren Dienst. Oh, wieso allein alle Verschleiß? Es ergibt keinen Sinn. Die auch. Was ist los mit euch? Oh. Die hätte ich fast vergessen. Naja, die könnten uns Probleme bereiten, aber wir müssen erst schauen, was die machen, bevor die uns Probleme bereiten. Unsere Armee ist mit dem Gewaltmarsch, genau. Alles gleich habe ich wieder hineingefunden. Es ist ja schon eine gute Zeit her, seitdem ich wieder aufnehme. Und wir beenden jetzt einfach mal die Runde. Sabotage! Wo? Hier! Schweine! Oh Gott, ist der gut! Einer der Massesühler. So, so. Hey, was hast du getan? Hast du Sachen zerstört oder was? Was hast du mit meiner Armee gemacht? Nichts. Oh, hier ist auch wieder eine Hungersnot. Oh, oder auch nicht. Hui, die belagern. Die Lusitianer. Aha, könnte sein, dass die dann stärker hier werden. Die, wie heißen die denn? Arevaki. Arevaki. Kann sein, dass die dann stärker werden. Ja. Oh, was haben wir denn da? Oh Gott. Die Wächter der Wüste sind im Meer. Kommandant, Angriff! Für Rom! Jungs. You gonna die. Hui! Ich glaube, wir gewinnen. Aber ich glaube, die machen wir trotzdem. So wollen wir die selber machen, ich meine. Hm. Naja, wir sind überlegen. Und wir hatten kaum Seeschlachten bisher in diesem Let's Play. Eine. Bisher. Let's do this. Erstmal speichern. Und. Es regnet. Warten wir noch ein bisschen. Oh, Nebel. Nee, Nebel ist schlimmer als Regen. Perfekt. Hallo, Flotte. Ihr seid ja alle seekrank. Oder nee, Transport. Nee, seekrank gibt es hier nicht. Eine westliche Armee ist ein stolzer Anblick. Aber der Schein trügt. Ihre Generäle sind angegriffen. Okay.
vorwärts. Vorwärts, immer vorwärts. Jetzt auf einmal ist es nicht mehr so eindeutig mitten in der Schlacht. Dieses Kräfteverhältnis. Dieses Kräfteverhältnis betrügt uns. Naja, das ist Transportflotte gegen Transportflotte. Kavallerie. Wo habt ihr eure Pferde? Ihr seid doch eine Kavallerie, oder? Wo habt ihr eure Pferde? Hä? Sind die da hier? Nein, damals gab es glaube ich noch keine Sachen unter dem Schiff, glaube ich, oder? Also ist jetzt kein Eingang so ins Schiff rein. Wo habt ihr eure Pferde? Verstehe ich nicht. Hier steht Kavallerie, aber ihr habt keine Pferde. Nicht einmal in eurem Schiff. Was macht ihr dann, wenn ihr an Land kommt, hä? Ohne Kavallerie kämpfen? Dann seid ihr aber keine Kavallerie mehr, sondern nur so schlechte Infanterie. Naja. Ich bin mir sicher, die Entwickler haben sich dabei schon Gedanken gemacht, warum da keine Kavallerie in dem Schiff ist. Okay, dann greifen wir einfach mal an. Was ist mit meiner Mutter? Oder mit Butter? Irgendjemand hat gerade über Butter geredet. Oder über meine Mutter. Was, meine Mutter? Nach der Schule. Angreif. Angriff. So. Ich glaube, wenn die Armee tot ist, ist auch Mars-Asyl tot, oder? Mars-Asylien. Heißt denn das Land, wo die leben? Mars-Asyle. Ich meine, Mars-Asyle ist kein Land, ne? Mars-Asyle ist ein Stamm, wenn man das so ausspricht. So wie Germanen, Römer, Kelten. Ja gut, Römer heißt ja Rom eigentlich, ne? Aber was ist die Heimat der Kelten? Ich meine, die Kelten bestehen ja aus vielen anderen Völkern. Die Pikten zum Beispiel und andere. Oh Gott, was macht ihr da? Oh Gott, du willst mich nicht rammen. Vorher ramme ich dich. Los, mach den Kehr. Oh Scheiße, nein, nein, nein. Also, du plünderst nur oder enterst nur, okay. Ich bin eh im Vorteil. Oh mein Gott. Was, ihr setzt Feuer ein? Nein, ihr setzt kein Feuer ein. Er hat auch Feuer zu benutzen. Ich kann auch Feuer benutzen. Hier. Hier, das gewinnen wir. Ich will, dass ihr nur Feuer benutzt. Ja. Und da fliehen schon ein paar. Naja, eigentlich könnte ich die auch einfach entern und übernehmen. Ich muss die ja nicht zerstören, die ganzen Schiffe. Ich kann sie auch einfach ändern. Warum brennt das? Ich habe kein Feuer benutzt, oder? Zumindest nicht hier. Oder? Vielleicht doch. Ah, ich weiß, was passiert ist. Die haben hier geschossen und ein Pfeil ist daneben gegangen und hat dieses Schiff getroffen. Und aus diesem einen Pfeil wurde das hier. Genau, das ist die einzige logische Erklärung. Und jemand schaut zu. Hallo, Typ, der da zuschaut. So, Huch. Achso, ich dachte, es brennt. Ich dachte, es wäre so Feuer, so Rauch von Feuer. So, du, mein Freund. Ja, geht alle wieder rüber. Hä? Die springen während der Luft. Die fallen erst und dann hui. Irgendwie ergibt das keinen Sinn. Naja, die Entwickler werden sich dabei auch bestimmt was gedacht haben. So, oh fuck, ihr wollt hier zerstören. Hier, Angriff. Da, Angriff, bitte. So, fuck, nein. Hier. Hier, Angriff.
Ach ja, habe ich erwähnt, dass ich eine schlechte Leitung habe. Also mein Freund, der gerade zuschaut, der schaut gleich nicht mehr zu. Vielleicht kommt da so eine Meldung. Ihre Leitung ist zu schlecht für Übertragungen oder sowas. Das ist auch der Grund, warum ich Livestreams in so einer schlechten Qualität mache. Wenn ich Livestreams mache, weil einfach meine Internetleitung so schlecht ist. So, ihr bitte hier angreifen. Ihr geht mal dorthin und ihr hierhin. So, bitte entern. Springt drüber. Macht diesen Mega-Jump. Hui! Alter, wenn ich so weit springen könnte, dann wäre ich... Würde ich bei den Olympischen Spielen mitmachen. Wobei, die gibt es hier so, glaube ich schon, oder? Gibt es hier Olympische Spiele im Jahre 200 vor Christus? Sollte. Ich meine, die kommen ja aus Griechenland, ne? Und Griechen gibt's ja. Also ihr solltet da echt mitmachen bei den Olympischen Spielen, da bekommt ihr sehr viele Goldmedaillen. Was? Jetzt reden sie schon wieder mit Mutter. Oh fuck, da brennt's. Löscht das! Kann ich irgendwie löschen? Irgendwie ein Befehl oder sowas? Gibt's ja bei Shogun oder so. Ne, gibt's anscheinend nicht. Na gut, dann dann stirbt. Die Britz auch. Leute, ihr solltet da schnell rüber, bevor das Schiff da kommt. So. Jetzt haben wir es ja schon gleich, ne? Ja, das ist ein schöner Beginn eines Parts. Gleich mit einer klar zu gewinnenden Schlacht anfangen. So. Und jetzt geht ihr mal dahin und ich glaube, du kommst hier nicht mehr raus, oder? Da kommt er doch noch raus. Aufhalten, oder? Oh, jetzt anscheinend ist er keinen Bock mehr. Ach, was soll's, ich geb's auf. Im Himmel ist es sowieso schöner als hier. Im Himmel ist alles weiß und blau und hier ist alles rot und tot. So. Der Fall der Titanic in Rio. Oh, tschüss Leichen. Auch eine Möglichkeit, Leichen zu beseitigen. Einfach ins Meer rein. Hui. So, das ist das letzte Schiff der Feinde. Oh, nein, da ist noch eins. Oh Gott. Leute. Wieso macht ihr da nichts? Oh, die haben hier Smalltalk geredet und sich nicht bekriegt. Das dulde ich nicht. So. Ich will, dass hier alle tot sind, bitte. Wer hat die schon wieder voll benutzt? Eiskalt benutzen die Feuer, obwohl es gar keinen Grund dazu gibt. Naja, wir haben gewonnen. Thank you.
Tja, die Massasylos sind wortwörtlich baden gegangen. Endlich haben wir unsere Ruhe. Jetzt ist auch dieser scheiß Agent da weg. Der ist in Ruhestand. So. Und wir haben jetzt hier eine Flotte zur Verfügung. Oder eine Armee. Die, hier brauchen wir ja gar nicht. Hier ist, glaube ich, eine gute Garnison, oder? Also, bevor hier wieder ein Aliensviertel entsteht, baue ich da besser was. Was baue ich denn da? Also, wir haben hier eine Werkstatt. Das gibt uns Balliste, aber vielleicht sollten wir hier ein paar... Naja, so Truppen noch bauen. Ich muss mir schnell den Baum nochmal anschauen. Den Manuel Baum muss ich mir anschauen. All, jeder FCA-Fan weiß, worüber ich rede. Gott, meine Aussprache ist manchmal bescheuert. So viele Möglichkeiten. Ich bin überfordert. Warum steht hier nicht dran? Gleich im Tooltip. Was man bauen kann. Warum steht es erst dran, wenn man es hier anklickt? Hier rechts. Das ist doch dumm. Kann ich hier Elefanten? Ich will Elefanten bauen. Ich kann irgendwie Elefanten bauen, aber ich weiß nicht wie. Ich will Elefanten. So. Wo zum Teufel ist meine Betriebswirtschaftslehrerin? Ich will sie bauen. Da muss ich erst Elefantenstelle bauen oder sowas. Wo ist denn das? Nee, das. Hier bin ich völlig falsch, glaube ich. Bogenmeister. Ach. Ich glaube, dieses Gebäude dient nicht zum Rekrutieren von Truppen. Ich glaube eher, dieses Gebäude dient zum Rekrutieren von Truppen. Wo ist meine Betriebswirtschaftslehrerin? Wo ist die? Wo ist die? Da ist sie. Indische. Auxiliar-Kriegselefanten. Und die können wir hier bauen? Aber wir sind doch nicht in Indien, das geht doch nicht. Hier, Römer. Da. Können wir bauen. Steht hier dran. Gut, dann spielen wir jetzt auf Auxiliar-Garnison. Dann baue ich halt diese. Dann ich verbessere diese. Dann diese und halt nein, schlecht. Diese. Da. Okay, hier ist fertig. Guter Zug. Dann wir gehen nach. Bauen diese. Moment, nicht bauen diese, sondern diese. Ne, Moment, diese. Diese. Guter Zug. Und dann. Nein, nein, nicht schlechter Zug. Nein. Warum kann ich Rom nicht ausbauen? Hier ist noch ein Slot frei, aber... Hä? Wird mir jetzt angezeigt, wenn ich genug Überschuss habe? Naja, ich würde sagen, wir warten hier noch, bevor wir da was machen. Ach ja, wir wollten ja hier noch was machen. Genau, genau. Ich habe das komplett vergessen. Diese Armee... Ich glaube, wir warten am besten, bis diese Armee sich selber getötet hat und dann... Machen wir hier den Überfall auf die Massilianer und die Insuberer. Vielleicht bauen wir auch hier eine neue Armee. Ja, ich glaube, ich baue hier noch eine neue Armee. Wir haben eh genug Einkommen, da können wir uns eine neue Armee gut leisten. So, wie sieht's hier in Afrika aus? Der Typ marschiert nach Karthago. Okay, so, und jetzt will ich Elefanten. Haben. Verdammt. Aber ich bin doch in Karthago. Ich kann doch Elefanten in Karthago bauen, oder? Na gut, dann eben nicht. Oh, der hat aber einen guten Wert. Lasst uns handeln. Ihr werdet euch doch nicht von der goldgepflasterten Straße abwenden. Doch. Ich hatte euch und euer Volk für besser gehalten. Aber ihr habt eure Wahl getroffen. Und nun müsst ihr damit leben.
Für besser gehalten, ich bin viel mächtiger als du. Hab mal ein bisschen Respekt vor mir. Den werden wir Respekt beibringen. So wie wir den Mars-Asylern Respekt beigebracht haben, so werden wir ihnen auch Respekt beibringen, indem wir Fasania erobern. Okay, mächtiger General. Elefanten. Kampfhunde. Pff. Elefanten. Wieso kann ich hier nichts rekrutieren? Hä? Ich hab doch hier... Achso, Gewaltmarsch. Liegt bestimmt am Gewaltmarsch. Jawohl, es liegt am Gewaltmarsch. Elefanten! Keine Elefanten. Na gut, dann eben keine Elefanten. Auxiliar Infanterie. Okay. Prätorianer und erste Kohorten. Scheiß doch drauf, ich will Elefanten. Gladiatoren. Gladiatorenschule. Ich baue das mal. Das sieht mir interessant aus. Forschung ist gut. Na toll, jetzt habe ich ein Ding aufgelöst. Naja, was soll's. Dann gehst du jetzt einmal. Wo platzieren wir die Truppen denn? Also wir erleiden hier auf jeden Fall Verschleiß, wenn wir hier jetzt in die Wüste marschieren. Aber wenn wir hier irgendeinen Umweg nehmen... nee, da leiden wir so oder so Verschleiß. Naja, ich schick sie mal... Ich schick sie mal hier hin. Wie sieht es aus? Topsus, da könnten wir das upgraden, aber ich will Karthago eher upgraden als diesen kleinen, diese kleine andere Stadt. So, hier ist unsere... Oh, wo ist die Armee der Feinde? Weg. Naja, gut, ist mir recht. Uiuiui, Genua, minus 8. Wie kann ich euch die schwache Männer sind leicht zu... Das können wir bestimmt erhöhen. Dann, vielleicht bilden sich ja dann Rebellen. Genuesische Rebellen. So Kaufleute aus dem Mittelalter entstehen dann. Ja, genau. Oh, was ist hier los? Vulkae belagert Tarraco. Die Hauptstadt der Avener. Avener, ja, ist so richtig ausgesprochen. Hier ist Hungersnot. Und die hungern auch, aber nach einer Schlacht, okay. Die Truppen in Ios sind eigentlich überflüssig, ne? Die brauchen wir eigentlich nicht. Hier. Ich glaube, ich schicke euch in Richtung der Germanten auch. Weil, ja, ich brauche euch hier nicht mehr. Weil die Massesüder sind hier nicht mehr da. Also von daher geht man darüber. Und ihr geht nach Kart Hadasht. Aber auch mit einem Gewaltmarsch bitte, damit ihr sofort da seid. Oder auch nicht. Und im nächsten Zug baue ich hier eine Armee auf. Da nutze ich mal das gesamte Gold, was wir da haben. Ich fühle mich gerade wie Lord Helmchen. Da ist gar keiner drin! Lone Star! Es gibt nur einen Mann, der die Frechheit hat, mich mit Marmelade zu bombardieren. Lone Star! Huch! Oh Gott, da ist jemand gestorben! Ich sollte Lord Helmchen nicht parodieren. Wer ist gestorben? Der Typ, okay. Ene ist das Abbild in der Kiste. Ene weg. Du wirst jetzt ausgebildet, weil du ein Heben hast, du hässlicher General aus dem römischen Zeitalter. Okay. Hier geht darüber. Oh, die können wir verbessern.
verbessern. 300, naja, was soll's. Dann bauen wir jetzt die Armee hier in Rom. Streitmacht. Enemy in the Mist, der ist ab in der Kiste. Enemy in Mac, ich nehme dich jetzt weg. So, du. Ich erwarte eure Befehle. Also erstmal Balliste, dann ein bisschen Kavalleristen, dann Extraordinari, die sind ganz gut. Dann nehmen wir noch ein paar Velites. Wie viel wir pro Runde rekrutieren. Wahnsinn. So viel rekrutieren nicht einmal die Vampirfürsten. In Warhammer. Du, du, mein Freund, du kannst hier. Du machst hier mal eine Befestigung. So. So ist es okay. Die Hauptstadt der Garmanten ist hier Garama. Wir könnten beide Armeen nutzen und Garama angreifen. Also hier runter gehen und dann hier nach Westen. Dann müssen wir aber hier über die Wüste. Vielleicht schicke ich euch doch lieber nach Lepsis. Dann greifen wir halt diese Stadt zuerst an. Denn ich vermute, hier sind es. Hier ist das Powerzentrum der Garmanten. Das sollten wir sofort erobern. Habe ich hier noch eine Armee? Hier. Genau, du gehst nach hier hin. Gut, sie wird jetzt verstärkt. Jetzt haben wir zwei Armeen hier in Iberien. Theoretisch könnten wir einen neuen Krieg hier aufmachen. Vielleicht gegen diese hier. Dann würden wir uns diese, ja, diese Provinz hier sichern. Aber wir sollten nicht so viele Fronten jetzt aufmachen, weil erstmal mache ich den Krieg gegen Gigamante und hier im Norden und dann vielleicht hier Iberien komplett erobern. Dann dann müssen wir eigentlich hier nur das hier befestigen und dann haben wir hier, können wir hier komplett auf Wirtschaft umsteigen. Ja, und irgendwie leckt es jetzt ein bisschen. Ich habe nichts gemacht, ich bin unschuldig. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass es asynchron läuft. Ich mache mal kurz Stopp. Alles klar, hat doch alles gepasst. Aber ich habe mir die Aufnahme jetzt nicht angeschaut. Also, wenn es asynchron läuft, dann habe ich halt ein Problem. Haben wir alles gemacht soweit? Ich glaube schon. Wir haben feine Waren und ihr besitzt sicher aus vieles, was für uns begehrenswert ist. Also wollen wir handeln? Die Arevaki haben hier die Lusitiana erobert und ist diese Provinz hier gesichert. Interessant. Durch ein Bündnis wären unsere Länder wie Triere und Segel. Und nein, werden wird es nicht. Bündnis. Bullshit. Ich werde mich nicht mit euch verbünden. Astronomie. Die Götter haben den Himmel erschaffen, doch kann der Mensch viel von ihren Werken lernen. Okay, gut. Die Heimatsiedlung dieser vormals zerstörten Fraktion wurde befreit. Sie können nun als Fraktion wieder auftauchen. Okay. Unsere Patrizia hat nun Rang 7. Bauen wir unsere Armee weiter. Wir haben jetzt Extraordinari. Vielleicht bauen wir noch ein paar. So, und jetzt brauchen wir Fernkämpfer. Ich bräuchte hier echt bessere Fernkämpfer in Rom, weil so Velites-Zeugs möchte ich jetzt nicht auf Dauer bauen oder haben. Naja, vielleicht können wir das hier noch verbessern im nächsten Zug. Dann können wir hier einen neuen Bauplatz freischalten und neue Truppen dann ausbilden. Also dann bauen wir halt das Gebäude dafür, was verbesserte Bogenschütze uns gibt. Und dann, ja, ihr wisst, wie es abläuft. Ihr
marschiert hier rüber. So, und wie kann ich euch jetzt so aufstellen, dass ihr nicht sterbt? Hier ist so eine Art Oase, da könnte ich sie... Jawohl, hier. Ihr geht mal hier in die Oase. Da sind Elefanten! Oh, ich will Elefanten bauen. Wieso kann ich keine Elefanten bauen? Und wieso sind hier zwei Auxiliarlager? Brauche ich doch nicht. Nein, warum verbessert das jetzt? Ich will es nicht verbessern. Tschüss! Elefanten! Hallo, Betriebswirtschaftslehrerin! Ach ja, ich habe übrigens zwei. Also das ist die eine und das ist die andere. Die eine ist fetter als die andere. So. Ich verbessere das mal. Vielleicht schalte ich es dann damit irgendwie frei. Auch wenn ich es bezweifle. Oh, Kohortenkaserne. Ich mag euch. Oh, ihr seid so süß. Und fett. Okay, ich will gar nicht wegzoomen. So. Ich bleibe jetzt so lange hier, bis... Nein, bleibe ich nicht. Ich will Dingens bauen. Kampfposten, Fechtmeister, Bogenmeister. Okay. Auxiliargarnison. Okay, ich will das jetzt wissen. Die Elefanten haben mich jetzt überzeugt. Wie baue ich Elefanten? Da, Elefanten. Ah, aber ich habe das Gebäude. Auxiliarkaserne. Steht hier dran, habe ich. Ermöglicht Einheiten. Diese Fettsäcke hier. Nein. Wieso kann ich die da nicht bauen? Liegt das an der Region? Aber es gibt hier Elefanten. Hier, Elefanten. Moment. Elefanten, 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 Elefanten. Da, Elefanten. Seht ihr hier? Warum dann ich nichts können bauen, diese? Moment, das ist Stufe 2. Das hier ist Stufe 3. Vielleicht kann ich hier bauen, wenn ich das hier habe. Schauen wir einfach mal. Aber Elefanten wären hier richtig cool. Ich mag Elefanten. So, hier sind die Ägypter. Die verehren ihren Pharao. Was forschen wir denn? Unterhaltskosten für Söldner. Söldner, naja, ist jetzt nicht so das Wahre. Schiffe ist nicht so mein Ding. Nahkampfeingriff für alle Einheiten. Oh, das ist ganz gut. Oder haben wir irgendeinen Baum, was wir noch abschließen sollten? Nee, das passt schon irgendwie. Ja, das passt schon. Das können wir ruhig so machen. Oder vielleicht auch das hier? Nein. Nein, das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Ja, das hier ist sinnvoller. Ihr... Achso, ihr habt schon. Okay. Hier wird Armee gebaut. Wir haben noch 1000. Was machen wir mit den 1000? Hier, Bess, du verbessern. Iberische Auxiliarsteinschleuderer. Anscheinend ist es von Regionen abhängig, was für Truppen man bauen kann. Bei solchen iberischen Truppen können wir nur anscheinend hier in Iberien bauen. Aber Elefanten? Vielleicht können wir diese indischen Elefanten auch nur in Indien bauen. Also quasi hier da drüben. Am anderen Ende der Kampagnenkarte. Okay, dann erobern wir Gedrosia. Genau, wir erobern Gedrosia, bauen dort Elefanten aus. Bauen dort Elefanten. Und dann hier marschieren wir nach Westen, erobern alles mit Elefanten. Und ja, Roman Empire is created. Oder wir... Das könnten wir theoretisch machen. Dann müssen wir aber eine Flotte hier rüber schicken. Und dann hier das einnehmen. Und halten. Dann hätten wir hier eine Art Kolonie. Naja, also die Briten, die haben es ja auch geschafft, hier Indien zu erobern. Und die sind hier. Warum sollte ich es nicht als Römer versuchen? Als Römer hierhin. Und Elefanten dann bauen. Ich überlege es mir. Vielleicht tun wir diesen Plan durchsetzen. So, Ja, das war's. Oh, nein, das war's nicht.
Irgend so ein Typ wurde erfahren, ne? Ach ja, der hier. Genau. Du machst mal hier Kult... Oder was haben wir denn dann noch für Möglichkeiten? Kulturelle Propaganda. Puff 6! Boah! Ja, machen wir das hier. Propaganda-Style! Das wird immer weiter verbessert, die Kultur. Elefanten! Oh. Oh! Die haben einen Sound von sich gegeben. Oh, schon wieder! Hm. Uiuiui. Römische und Agabas-Zeit. Achso, das ist Garnison, okay. Ihr Hunger nach einer Schlacht. Ja, gleich wird euer Hunger gestillt. Wartet noch ein bisschen. Hier, ihr geht zu den Elefanten. Aber lasst euch nicht zertrampeln. Lustig wäre es, wenn sie hier Verschleiß erleiden würden. So Elefantenverschleiß. Oh Gott. Ich kann hier noch Truppen bauen, ne? Oder sollten wir Truppen. Elefanten! Hier habe ich irgendwie viel zu viele Fernkämpfer. Das irgendwie gefällt mir das nicht. Bau mal Kavallerie. Kann sein, dass die Afrikaner da Plänkler-Truppen benutzen in Form von Kavallerie und sowas hasse ich. Diese Armee ist bald fertig. Okay. Gut, dann. Ja, da haben wir ein bisschen Geld zur Verfügung zum Verbessern von ein paar Provinzen. Bauen wir hier einen Winzer, ein bisschen Honig. Mag jeder. Dann hier ein verbessertes Militärcamp. Dann hier numidische Truppen. Hier können wir numidische Truppen bauen. Irgendwie hat es doch Einfluss auf die Region. Aber wieso keine Elefanten? Wir können alles rekrutieren aus Elefanten. Ich fühle mich verarscht. Elefanten sind die besten Einheiten des Spiels. Abgesehen spartanischer Infanterie. Die metzeln sie einfach nieder. Was bauen wir denn dann noch? Oh, ich lasse es mal offen. Muss ja nicht sein, dass wir das... 7, okay. Warum ist hier ein Ding für Bevölkerungsüberschuss, aber nicht in Rom? Müssen wir zuerst diese Provinz nicht verbessern, damit wir das hier freischalten? Nein, anscheinend nicht. Naja. Ich glaube, den Kampfplatz brauchen wir allgemein für alles. Jawohl. Gut, ich, den Kampfplatz, dann gehen wir... Hä, wieso kann ich hier keinen Bogner bauen? Wie kommt man denn zur Werkstatt? Benötigt Rambock. Hä? Nein. Ich baue mal das da. Aber ich hätte schon Fernkämpfer. Bessere Fernkämpfer. Naja, was soll's. Oder kann man die nur hier in dieser Provinzhauptstadt so richtig bauen? Dann könnte ich dieses Brunnenlager eigentlich abreißen, oder? Viehhändler. Die könnten wir eigentlich hier bauen. Ich reiß das mal ab. Amphitheater. Oh, so, das ist doch ein Muss für Rom, findet ihr nicht? Ein Amphitheater muss in Rom stehen. Tja, diese Bäder, ich weiß nicht. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich reiß ich mal ab.
Ich kann die Zustimmung zu einem Vertrag nicht erzwingen. Okay, Ui. Oh, du hast ein Level-Up. Gefällt mir. Du kriegst jetzt mal ein Like auf Facebook. Irreführender Befehl. Attentat. Schmiergeld. Manipulation. Verlocken. Bewegungsreichweite. Nehmen wir mal das da. So, und jetzt? Hier kann ich zwei verschiedene bauen. Seltsam. Na gut, dann hätte ich ein paar Bogner. Bogenmeister, genau. Dann bauen wir jetzt halt das da. Nein, das da. Ausbildungsfeld. Jawohl. Ausbildungsfeld. Gut, und du baust jetzt hier einen geweihten Boden. Oder nee, ein öffentliches. Treffpunkt, genau. Wir müssen jetzt handeln! Nein, verbessern. Gut, unsere Armee ist fertig. Ich schicke euch jetzt hier an die Grenze. Wir greifen noch nicht an, weil hier ist Winter. Da sollte man nicht angreifen. Aber hier könnten wir angreifen. Vielleicht sollte ich vorhin noch einen Spion losschicken. Tapsus. Archive. Gladiatorenschule. Ja, ist okay. So, hier wird jetzt Bergbau betrieben. Sonst schicke ich euch in den Bau im Berg. Hier müssen wir eigentlich sehr viel bauen, rekrutieren können, weil wir haben ja voll viele Militärgebäude. Ja. Ja. Iberische Auxiliarkavalleristen, okay. Und hier Auxiliar-Schwertkämpfer sogar. Ach, bauen wir mal eine Armee. Uiuiui, hier haben wir aber auch viele Militärgebäude. Ich habe zwei Manipel-Kasernen, das ist natürlich super. Ich korrigiere, wir haben hier sogar drei. Das ist einmal super gebaut, Kevin. Ich glaube, ich habe meinen Namen wieder zurecht bewiesen. Hier ist okay. Ich muss mal echt mal meine Provinzen alle ein bisschen umstrukturieren. Es wäre für uns alle gut, wenn wir von... Ein Mordanschlag. Naja, wenn ihr wollt. Huch. Ach, irgendjemand ist gestorben. Naja, was soll's. Sichere Beförderung. Wie heißt unser... Oh, der ist verwundet. Okay, dann ist halt verwundet. Wie heißt du denn? Spurius Canus. Der da, das ist ein sehr erfahrener General. Befördern! 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 Kann ich den noch weiter befördern? Nein, schade.
Naja, ich habe zwar gesagt, ich greife hier nicht ein in dieses Menü, aber ich mache mir jetzt ein bisschen schlau jetzt da gerade, was das ist. Uiuiui. Naja, weil man kann hier schon ein paar Vorteile erzielen. Also anscheinend kriegt man da gute Malusse, wenn man da was Aktives macht. Aber man muss halt aufpassen, weil es kann hier sein, dass hier ein Bürgerkrieg manchmal entstehen kann. Hatte ich noch nie, muss ich sagen. Aber sowas kann ja schon mal passieren. Einfluss, aber was ist das da? Du wirst befördert, weil du einen Anschlag überlebt hast. Und zwar zweimal. Dreimal. Das ist immer großzügig, viermal. Weil heute noch sein Geburtstag ist und ja. Und du wirst auch befördert, weil du Lucius heißt. Ein Overwatch-Name von einem Charakter. Und auch zweimal. Genau. Huiuiui, jetzt haben wir ganz schön einen Einfluss gewonnen. Na, was macht ihr jetzt, ihr anderen Häuser? Ihr könnt mich mal. So. Spionen. Schau nach, was dort ist. Aha. Ein Kriegsheer. Und die Schicksalskriege. Und die Garnison ist hier 8 Mann groß. Und die haben hier noch Ballisten an ihren Wellen. Also das. Okay. Aber wir haben hier auch Ballisten in unserer Armee. Ja, ich würde sagen. Ah nein, Moment. Du gehst hier hin. Weil es kann sein, dass hier noch eine Armee ist und wenn wir hier voll angreifen, dann haben wir hier den Schwerpunkt unserer Armeen, aber nicht hier, weil. Ja, und dann können sie hier im Norden einfach angreifen und das möchte ich nicht. Wie sieht es denn hier bei Maitland aus? Oh. Okay. Da ist eine Armee. Ich warte noch einen Zug und dann greifen wir an. Weil wenn ich jetzt ja hier mit einem Gewaltmarsch marschiere, greifen sie mich an und dann könnte ich verlieren. Man weiß es ja nicht, was die da noch so haben. Und hier, naja, hier könnte ich vielleicht noch ein bisschen sabotieren im nächsten Zug, bevor ich hier angreife. What happened? Ein Agent wurde entdeckt. Huch. Oh, die haben die Armee verstärkt. Dann sabotieren wir das mal und tun die Vorräte vergiften. Ich werde mich darum kümmern. Verdammt! Ich habe euch enttäuscht. Ja, hast du. Wie sieht's hier in Norditalien aus? Da können wir jetzt den Krieg erklären. Erstmal die Truppen nach Patavium rein. Und hier Angriff. Nein, ihr sollt nicht ans Meer, ihr dämlichen Römer. Was? Ich habe ein Abkommen mit denen. What? Seid willkommen, aber strafe uns. Ah, ich bezweifle. Das hätte ich schon früher machen sollen. So, jetzt greife ich an. Hera hat eurem Land gewiss den Rücken zugewandt. Nun werdet ihr den Schmerz von Feuer und Schwert spüren. Okay. Habe ihr zuerst. Wir können hier nicht passieren. Die Siedlung ist belagert. Stirb!
und die hungern nach Essen. So, im nächsten Zug marschieren wir mit beiden Armeen hier rein. So, hier erstmal umbauen das Ganze. Hier machen wir mal Landwirtschaft. Und hier... Dogs, ganz normale. Hier und dann den Tempel hier umbauen. Genau. Gut, nun nach Afrika. Dort können wir jetzt... Na, verdammt, aber wir können hier rüber marschieren. Wir kommen hier nicht in einem Zug rüber. Naja, was soll's. Krieg, mein Freund. Nein, mein Feind. Krieg ist ein teures Unterfangen. Sorgt dafür, dass ihr eure Blutsrechnung auch begleichen könnt. Okay, ich zahle die 250 Euro Blutsrechnung. Ich hoffe, wir sind dann quitt. So. Dann Armee Nummer 2. Erstmal machen wir den Gewaltmarsch hier weg, sonst gibt's Probleme. Naja, jetzt sind sie sich hier mitten in der Wüste und erleiden Verschleiß, aber hm. Naja, damit müssen wir leben. Okay, hat sich wieder gefangen. Ich weiß nicht, was los war. So, okay. Nächster Zug. Oh, verdammt. Du, mein Freund, nimmst mal Krieger und... Oh Gott, was zum Teufel. Raste mal nicht so aus. Kavallerieeinheiten, nee, Moral, Angriffsbonus, Geschosseinheiten, Moral, Geschosseinheiten, Rüstung, alle Einheiten, Bonus, öffentliche Moral, alle Einheiten, Rüstung, alle Einheiten, boah, ich nehme einfach das da. Bevor ich noch erbreche. Zu viel Text und so. Schauen wir uns mal die diplomatische Karte an. Ja, alles rot ist Feind. Oh, die haben hier was auch in Aquitanien. Okay. Interessant. Wir haben feine Waren und ihr besitzt sicher aus vieles, was für uns begehrenswert ist. Also wollen wir handeln? Sicher, ich hab nichts gegen euch. Noch nicht. Der Sturm hat lange genug gewütet. Ja. Eine Runde. Toller Sturm. Das war höchstens ein Windbläschen. Ich habe nicht einmal eine Schlacht geführt oder sowas. Was macht ihr da? Die machen irgendwas. Die müssen das erstmal verdauen. Das kostet Rundenzeit. Okay, jetzt haben sie es verdaut. Ein Saboteur. Du wagst es. Ihr traut euch was. Ihr traut euch was. Ihr traut euch was. Moment. Vielleicht zwei. Alter, was ist mit euch los? Taktische Drills wurden erforscht. Was? Oh Gott. Wer wichtig ist, wer dem siegt. Ihr habt viele Feinde, doch niemand kann sich mit euch messen. Zeigt der Welt, was mit denen geschieht, die sie euch in den Weg stellen. Ja gut, wer ist... Boah! 17.000. Zu euren Diensten. Holy crap, okay. Wir werden diese Siedlung im Namen Roms einnehmen. Die Siedlung wird belagert. Die
Alter, was? Ja. Ihr habt meine Truppen aufgehalten, ihr traut euch was. Zu euren Dienst. So. Okay, hier hätten wir. Belagerung. Gut, die sind jetzt zwar müde, aber ich muss das machen, weil sonst erleiden die hier weiter Verschleiß in der Wüste. Kommen wir nun zum zweiten Angriff. Wir werden diese Siedlung im Namen Roms annehmen. Niederkauern vor der Macht Roms. Zu euren Diensten. Bereit zum Kampf. Unser Fortschritt wurde aufgehalten. Niemand wird entkommen. Gut, wir haben jetzt zwei Belagerungen. Einmal. Die Siedlung wird belagert. Die Belagerung von Mediolanum. Und zum anderen. Die Belagerung von Garama. Wenn wir die beiden Provinzen erobern, kontrollieren wir fast Fessan und Norditalien. Cisalpina. Ja, dann muss das nochmal auf der strategischen Karte. Also wir, uns gehört dann quasi das hier. Dann haben wir Afrika gesaved. Dann machen wir hier eine schöne, ja, eine schöne Grenze, befestigen hier alles und dann hier können wir auf Wirtschaft gehen. Und hier konzentrieren wir uns dann darauf, hier nach Norden zu expandieren. Und Iberien zu sichern, dann können wir hier sichern. Und dann haben wir eine gute Basis, um hier eine neue Front aufzubauen in Griechenland. Vielleicht von hier runter oder von hier rüber. Ja, dann haben wir uns hier gut ausgebreitet. Dann gehört uns Griechenland, Iberien und Afrika. Und Ägypten möchte ich noch nicht angreifen, weil, naja, mit denen habe ich noch was vor. Die sind ja auch recht mächtig. Momentan führen sie, glaube ich, einen Krieg gegen die Dingens. Gegen die Seleukiden, glaube ich, oder? Ja, genau. Boah, die haben voll viele Feinde. Persien auch. Baktrien auch. Da, boah. Es kann sein, dass sie diesen Krieg verlieren bei so vielen Feinden. Naja, aber schauen wir mal, wie sich so entwickelt hier. Wir können ja dann, wenn wir die angreifen, sowohl von Griechenland als auch hier von Afrika agieren. Dann müssen die hier einen Zwei-Fronten-Krieg führen. Wir allerdings auch. Aber naja, wir haben halt dann den Angriffsvorteil an unserer Seite. So, was Gallien angeht, möchte ich hier noch ein bisschen warten. Weil ich momentan kein Interesse habe, hier in Gallien zu landen. Erst wenn ich hier das hier erobert habe und hier das gesichert habe, dann eventuell könnte ich mir dann vorstellen, das hier zu verbinden. Vielleicht Massilien noch erobern. Und Volkai. Dann haben wir hier eine Verbindung. Ja, das wäre ja auch so ein Plan. Aber zuerst möchte ich hier das hier sichern und dann Griechenland-Front. Dann hier vielleicht verbinden. Ja, dann erstmal hier noch vielleicht was machen. Schauen, was Ägypten macht und dann hier Gallien. Und am Ende Britannien erobern und dann haben wir alles quasi gemacht, was zu machen ist. Das ist der Plan. Und den werden wir im nächsten Zug durchführen, indem wir jetzt dann belagern. Also im nächsten Part gibt es zwei Belagerungen. Macht's gut, bis zum nächsten Part, euer Janka. Servus. Ach scheiße, ich habe ja ein Kostüm an. Fällt mir das jetzt? Oh Gott, muss ich alles noch löschen? Oder ich lasse es.